So und herzlich willkommen bei, ja, bei dem nächsten Halt. Ich habe mich dazu entschieden, etwas zu spielen, was ich wirklich sehr, sehr, sehr mag. Und zwar Snowboard Kids. Oh yeah. So. Das haben wir auch wirklich gesuchtet ohne Ende. Wir haben das sehr gerne gespielt. Ich will eigentlich nicht loaden. Ja, kein Rumble Pack. Ich habe immer ganz gerne den Slash genommen. Kumpel hat immer mehr oder weniger fast immer gewonnen. Hat immer die Linda genommen. Keine Ahnung. Wir sind alle 10, bis auf die Linda, die ist 11. Ich habe immer den Slash genommen, der ist cool. Komm, Slash ist geil. Ich werde versuchen, hier so viel wie es geht, einfach mal ein bisschen vorzustellen. So, hat jetzt eine Nase gejuckt. Mein persönlicher Favorit war ja das All Around. Das nehme ich immer ganz gerne zum Ersten, um sich ein bisschen einzuleben. Aber ich habe das letztens auch schon wieder länger gespielt, von daher sollte es kein Problem sein. Das sieht man auch daran, dass ich schon einen Spielstand habe. Ready? Go! Ja! Turbostand! Oh yeah! Ich kann sagen, was du willst, die Musik ist einfach geil. Muss man irgendwie mal als Soundtrack kompensieren oder so. Yeah, nice trick. Oh, ich wollte früher so gerne Snowboard fahren. Wo ich noch nicht so viel gezockt habe. Hallo, Dickmann. Boah, komm schon. Ernsthaft. Tschüssi, Specki. Oh, dann eine Schüsse. So. Drängeln am Lift ist ein bisschen schwierig, weil da kann ich noch. Genau, hab das gerade gesehen. Ja. Ah, scheiße. Ich habe jetzt den Geist bekommen. Das bedeutet, der macht mich ein bisschen langsamer. Deswegen gebe ich mir mal die Bomben auf. Für den Fall, dass ich. Dass jemand vor mir kommt. Warum kriege ich mit Slash eigentlich immer diesen Kackstein? Schon wieder so ein blöder Geist, ey. Ich kann ja auch einen Charakter freispielen, das ist so ein Ninja-Turtle oder so. Na, bei den Bomben muss man aufpassen, weil der Einschlagradius kann einen auch selbst mitnehmen. Ja, da ist ein Stein. Deswegen mag ich die Bomben eigentlich nicht so, weil die gehen nämlich auch in der Wand kaputt. Und wenn du dann so eine Explosion reinfährst, dann kannst du die auch selbst abschießen. S für Shoots. B will. Na, wenigstens mal was anderes, außer ständig dieses Dingsbums. Dieses. Da war ich wohl sicher vor diesen Münzen. Ja, da gibt's auch Münzen, die machen alle bis auf den Absender platt. Und wenn du dich halt gerade im Lüften findest, kannst du nicht platt gemacht werden. Von daher bist du einigermaßen safe. Oh ja, Turbo! Fünftes Board! Gibt nichts Geileres. Natürlich mit dem Allround. Ja, doch mit dem Allround eigentlich ganz gut. Netter Trick. Ja, du kannst hier mit dem Geld, das du hier verdienst, kannst du dir auch Dingsbums kaufen. Wie heißt neue Level fürs Board. Du kannst auch dein Board so ein bisschen individuell gestalten. Eigentlich ziemlich cool, wenn du mal bedenkst, dass es ein N64-Titel ist. Und du kannst auf die Fresse fallen. Ja, wenn du Sinus A drückst, kannst du dich auch natürlich. Das hat ihm jetzt gar nichts gebracht. Aber der Dickbanz ist wieder vor mir. Ah, ist doch so nervig. Keine Lust auf den zweiten Platz. Bin schon. Na, jetzt krieg ich auch mal einen Geist. So, der ist jetzt langsamer. Und der kriegt dann auch gleich.
jetzt so eine Hand rein. Super, das hat gesessen. Direkt an der Rampe den so eine Hand rein. Ja, die Hand behalten. Die wollte ich eigentlich behalten. Ja, die Schneemänner, die prallen die Wänden ab. Alter, dieses kleine Hoppeläschen, ey. Ja, du kannst leider so nicht abbremsen. Es wird nicht, also es wird schon ein hartes Kopf an Kopf rennen, ja, das stimmt. Muss man sagen, wie es ist. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses kleine Hoppeläschen noch irgendwie kriege. Ich werde mir jetzt versuchen, alles irgendwie möglich zu nehmen. Das war eigentlich ganz gut. Ja, die Hand geht. Knappes Match, muss ich sagen. Aber ich mag das Spiel. Ich weiß noch nicht warum. Keine Ahnung. Ich finde es einfach geil. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben es mit vielen Freunden gemeinsam gespielt, ab und zu. Und ja. So, Skill Game. Wollen wir mal gucken. Ich will ja von allem so ein bisschen mitnehmen in der kurzen Aufnahmezeit, die bleibt. Speed Game kann ich mal probieren. Ich habe nur keine Ahnung. Da würde ich aber mal gerne den Big Snowman ausprobieren. 1,58 ist der erste Platz im Alpine. Da ich jetzt mittlerweile in der Steuerung ein bisschen drin bin, würde ich auch das Alpine benutzen. Ist aber nur Level 1. Ready? Go! Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber diese Alpine-Musik ist einfach die geilste. Ich muss versuchen, die Dinge alle zu kriegen. Alles andere ist relativ Wurst. Und du siehst, kommen keine Münzen da zusammen. Zielzeit 3 Minuten. Ich versuche es in 2 zu schaffen. Das wollte ich vermeiden. Ach, hätte ich den Eindruck einfach mal gelassen. Jetzt habe ich nämlich 2 deswegen verpatzt. Scheiße, sind weg. Wow. Also im richtigen Leben hätte der Ast mir bestimmt schon irgendwas abgeklatscht. Das Alpine ist ein bisschen schwierig in der Handhabung, hat aber dafür super Speed. Ja, deswegen nehme ich das Allround immer ganz gerne, weil das von allen Werten so akzeptable Werte hat. Das Freestyle ist natürlich ziemlich lahm, hat aber super Steuerungswerte. Und auch Einfachheit für den Trick. Für Trick, also für Stunts ist eigentlich ganz gut. Sobald ich anfange mit Tricks zu machen, die ich eigentlich gar nicht brauche, gibt's. Anfang war super. Ich bin echt so schlecht. Ich glaube nicht, dass ich den ersten Platz schaffe. Naja gut, macht ja nichts. Zweiter Platz ist auch in Ordnung.
Normalerweise müsste ich es jetzt wiederholen und nochmal neu machen. Naja. 2 Sekunden. Kriegen wir noch hin. So, Shotgame ist eigentlich auch sehr nice. Probieren wir mal Sunset Rock. 40 Hits ist Platz 1. Boah, das ist natürlich... Da will ich aber gerne das Freestyle haben. Weil da geht es nämlich nicht um Speed, sondern eher um Zielgenauigkeit. Ready? Du hast oben deine Munition. Go! 60 Schneemänner sind auf der Bahn. Und du kannst so viel abschieben, bis Magazin leer ist. Bis natürlich dann eine Sache wieder aufs Dingsbums trifft und dann... Also du kannst nicht unendlich feuern, sondern musst auch ein bisschen überlegen, wohin du feuerst. Mehr oder weniger, das ist nicht so ultramäßig, wenn man es mittlerweile von Games gewohnt ist. Hauptsache ich krieg meine 40, der Rest ist mir relativ bewusst. Aber so wie ich gerade spiele, würde ich mal sagen, nope. Naja, auf jeden Fall. Alter, hat er mich jetzt erschreckt. Ich find's cool, wenn man durch Tricks oder so mehrere Schüsse kriegen könnte. Naja, kriegen wir schon hin. 24, weiß jetzt leider nicht wirklich, wie weit die Strecke schon fortgeschritten ist, weil hier gibt's keine Mini mehr. Leute entweder Map auswendig lernen oder sich überraschen lassen. Ja, fast immerhin. Ich glaube, dass es zweispurig zeitgleich war. Ja, aber ich glaube, wenn die Map jetzt nicht bald zu Ende ist, dann sollten wir das gut hinkriegen. Wow. Links in Hoch 3. Naja, wie gesagt, das ist eigentlich das gleiche wie bei Super Mario Kart. Von daher. Das sind halt Rennspiele, ne? Die machen wirklich nur mehr Party Spaß. Also da so Let's Plays draus zu machen oder größere Stream-Projekte, wenn man nicht mit zu viert hier irgendwo dran hockt, dann macht das echt keinen Spaß. 46, wir haben den ersten Platz erreicht. Also das Shoot-Game ist relativ human. Das Speed-Game, entweder habe ich da gerade einfach nur extrem brutal verkackt oder das ist schon etwas angezogener von der vom Schwierigkeitsgrad her. Natürlich wäre 60 von 60 ein Optimalfall. Aber ich glaube... Mit knapp 50 können wir uns eigentlich zufrieden schätzen. Kacke. Ich habe das Nova Kids 2 nie gespielt. Es soll ein Nova Kids 2 geben, das weiß ich aber nicht ganz. Und deswegen... Vielleicht kriegt ihr mir nichts. Wenn man lange genug A drückt, kann man so einen kleinen Speedbuff bekommen. Dafür muss man aber ziemlich lange A gedrückt lassen und du kannst, wenn du geduckt bist, kannst du nicht lenken. So. So, dann machen wir nochmal ein Freestyle-Game. Ja, das wird ein etwas längeres Video. Aber Snowboard Kids. Snowboard Kids ist einfach geil. Fertig. Trick Game. Oh ja. Animal Land. Da gibt es, glaube ich, auch noch eins. 400 Punkte ist erster Platz. Das ist, glaube ich, beim Trick Game ganz schwierig. Freestyle. Nein, nicht mal das Freestyle. Ready? Go! Du hast unten eine relativ Zeitlimit, das musst du aber auch gut benutzen. Ach Mist. Thank you.
Waren das 100 Punkte? Also man kriegt relativ wenig Punkte für die ganze Instanz hier. Also wenn du da jetzt runter gehst, dann hast du echt ein Problem. Ja, es ist langweilig, aber... Die Strecke ist auch relativ schwierig für Stunts. Ja, du kannst, glaube ich, auch wirklich nur gewisse Saltos machen. Jetzt wird es nämlich sehr kurvenreich. Ich glaube, nee, das kann ich vergessen. Weil, wenn du nämlich einmal fällst, hast du nämlich in dem Sinne das Problem, weil dann deine... Die Tricks werden ja gezählt. Und ich glaube, die werden dann mit einem gewissen Multiplikator mal genommen, je nachdem, wie viele Tricks du machst, ohne auf die Schnauze zu fallen. Und wenn du da keinen Multiplikator von 5 oder so hast, dann bist du... Sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Jetzt muss man nur nicht auf die Schnauze fallen. Ja, Übung macht den Meister. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Letzter. Kein Stun. Bei sowas ist eigentlich ganz gut. Ich hasse Wespen. Wespen ist echt schlimm. Sekunde, ich muss mich mal kurz kümmern, bevor die mir irgendwie vor die Nase fliegt. So, ich habe sie wieder ausgelassen. Ja, mit ein bisschen Sprüh habe ich sie vertrieben. So, das waren 15 Punkte für den super Trick. Oh shit, 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 shit. Wenn ich das nicht schaffe, dann kannst du es eigentlich komplett vergessen. Ja! Geil! Yes! Normalerweise schaffe ich das nicht. Wie geil! Boah, Grinden ist so eine Sache, das verdoppelt deine Punktzahl. Das bedeutet, davon hängt alles ab. Also entweder verkackst du es und fällst hin und dein ganzer Make ist hinüber. Oder du schaffst es und verdoppelst deine Punktzahl. Oh, wie geil. Super. Ja, das war Snowboard Kids. Es gibt natürlich noch viel geilere Maps und es macht echt sau Spaß. Aber ich denke mal, das reicht erstmal zum Anteasern. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinschauen und ja... Ich weiß halt nicht, ob man da irgendwie den Projekt 64 oder
wie heißt der? Projekt 1, Projekt 64, die 1.6er Version. Ob man das irgendwie schafft, da ein Netzwerk aufzubauen, sodass man online zusammenspielen kann, würde ich auf jeden Fall saumäßig fangen. Und ja, bis dahin macht's gut und viel Spaß. Danke fürs Reinschauen auf jeden Fall. Ciao.